Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Mensch, da läuft der Holmes ja schon richtig los hier, ohne dass ich Knopf drücken muss. Wir haben bei der letzten Folge damit aufgehört, dass wir uns in dieser Folge vorgenommen haben, noch ein paar Hinweise zu sammeln, weil wir können schon zwei Täter deklarieren, sage ich mal. Hier sieht man es nochmal, den Blinkhorn. Die andere Variante wäre, den Herrn Pitkin zu verdonnern, dass er den Mord begangen hat, aber halt auch jeweils mit den Varianten Eisdolch oder der Silberwaffe. Die Silberwaffe selber halte ich für unwahrscheinlich, weil das wäre zu einfach mit diesem Klumpen, der da drinnen liegt. Obwohl natürlich für mich dann immer noch nicht geklärt ist, warum dieser Silberklumpen da liegt. Ob das einfach nur die Brille von dem einen Typen war oder doch irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht und kann es mir noch nicht richtig erklären. Und darum wollten wir noch ein bisschen Beweise sammeln. So, da würde ich hier nochmal kurz in die Sachen von den Leuten gucken. Da ist natürlich nichts mehr zu finden. Wir reden mit den Werten Herren. Please escort this suspect for interrogation. Wir können auf jeden Fall nochmal mit ihm reden. Das finde ich sehr gut. Was sagst du denn zu Mithras? Kennt er wahrscheinlich gar nicht. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Wieso hat er Visionen davon? Garrows Verhalten. Jeder hat bemerkt, dass sich Garrow zuletzt äußerst sonderbar verhalten hat und sogar angsteinflößende Halluzinationen hatte. Das würde wiederum passen. So. Garrows Krankheit oder Garrows Schwäche? Garrow leidet unter seiner extremen Fixierung auf den Mithras-Fluch und zwar so sehr, dass ihn ohne seine Obsession in den Wahnsinn... dass ihn seine Obsession in den Wahnsinn getrieben hat, was durch das Medikament, das er einnimmt, nur noch verstärkt wird. Ja. Würde ich mitgehen und halt sagen, Blinkhorn ist diesmal nicht der Böse und dann haben wir hier einen neuen Zusammenfall. Motiv Paranoia. Garrows Leiden wurde zu stark. Nach Sir Rodneys großer Entdeckung verfiel er in Angst vor dem Mithrasfluch und entwickelte daher eine extreme Paranoia. Und dann haben wir den Garrow mit dem Eisdolch. Er tötete Sir Rodney in einem obsessiven Anfall aufgrund seines extrem nervösen Zustands. Um sein eigenes Leid zu lindern, blieb ihm nur ein Ritualmord übrig. Dabei verwendete er eine Reproduktion des goldenen Dolches von Mithras aus Eis. Ich glaube nicht, dass der das war. So, was gibt's hier noch? Garrows Schwäche. Garrow leidet an Melancholie. Er ist ein Opfer der Übermedikation, was seine Halluzinationen und sein unberechenbares Verhalten erklärt. Der Schock über Sir Rodneys Tod hat seinen Zustand noch verschlechtert. Das denke ich wohl eher. Und dann machen wir Blinkhorns Demütigung. Und dann wird da wieder ein Schuh draus. So, haben wir noch irgendwelche Hinweise? Was sagt denn der Blinkhorn? Please escort this suspect for interrogation. Kann der uns noch einen Hinweis geben, dass es nicht war? What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Wir haben den goldenen Dolch. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped...
It is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Das wirkte gerade schon sehr danach, dass er neidisch war. So, was hat denn der Pitkin noch zu sagen? Please escort this suspect for interrogation. Mr. Pitkin. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Tja, wir haben keine Hinweise mehr. Ich wüsste nicht, wo wir noch suchen sollen. Ich glaube, das war's für diesen Fall. Was wir zusammen addieren können. Wir können ja nochmal kurz gucken. Wer hat Sir Rodney Bancliffe ermordet? So, wir haben auch keine Hinweise mehr. Wieso hat man das Negativ gestohlen? Das Negativ ist doch ein guter Hinweis auf den Archäologen, oder? Ach, so hätte man... Ach, ich bin ja blöd. Dafür war das gut gewesen. Da hätte man den Weg finden können. Gut, ich sehe keinen Grund, warum er... ihn hätte umbringen sollen. Wir wussten alle von diesem goldenen Dolch. Aber ich denke, nur der Archäologe hätte das auch wirklich so gemacht und so gelöst. Und darum werde ich mich jetzt persönlich entschließen, den Herrn... Oder können wir mit unseren Zusammensätzen hier noch ein bisschen was anderes erreichen? Wenn wir jetzt doch wieder auf die Silberwaffe gehen. Kriegen wir hier noch den Silberdolch zusammen? Ja, das ist sehr schick. Was ich aber immer noch nicht verstehe. Das können wir vielleicht nochmal in unserem Notizbuch nachgucken, bevor wir hier voreilige Schlüsse wieder ziehen. Der Klumpen, den wir gefunden haben, beziehungsweise auch der Schlüssel. Der Schlüssel, wie kann... Das muss doch jemand bei vernünftigem Verstand getan haben, oder? So, können wir den nochmal angucken? Ne, können wir natürlich nicht. Können wir hier nochmal Sir Pitkins Brief... ich bin mir immer noch nicht sicher. Wo kam der Silberklumpen her? Was hat dieses Silberdings damit zu tun? Ich werde nicht schlau aus diesem Fall. Und ich würde sagen, bevor wir uns hier noch länger die Dokumente angucken, was uns eh nicht weiterhilft, machen wir es jetzt so. Wir nehmen Blinkhorn mit dem, nee, nicht dem Silber, Quatsch, machen die Schlussfolgerung mit dem Eisdolch.
Genau so hätten wir es gerne. Und da lassen wir definitiv keine Gnade walken, oder? Ich denke auch, der hat den kaltblütig geplant, den Mord, wollte den dem anderen Typen unterschieben und auch die Sache vertuschen. Mit dem Silberdolch. Ja, Gerichtsstrafe soll er dafür kriegen. Na dann, fahr frei. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. You the consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. It... Oh. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Er hat trotzdem nicht gesagt, dass er es war. So, das Blutbad. Blinkhorn wusste, dass Bentcliffe die Lorbeeren für den Fund des Goldenen Dolchs alleine einstreichen wollte. Daher plante er kaltblütig einen Mord, der nicht nur seinen Rivalen aus dem Weg räumen, sondern ihm auch noch den Ruhm des archäologischen Fundes einbringen würde. Dafür verwendete er einen selbstgemachten Eisbereiter, um eine Reproduktion des Goldenen Dolchs von Mithras aus Eis herzustellen. Diesen Dolch brachte er in einem Eisbehälter mit Champagner in den Dampfraum und ließ ihn nach der Tat auf den Boden fallen, so dass er wieder schmelzen könnte. Der Strick ist dafür die gerechte Strafe. So, wer jetzt nicht wissen möchte, ob dieses Ende das richtige ist, sollte jetzt abschalten, weil ich drücke jetzt die Taste. Wow, wir waren endlich mal richtig. Jetzt bin ich ja selber ein bisschen fasziniert. Wir haben alle Hinweise gefunden. Aber ich finde, es ist immer noch nicht eindeutig, warum ist es nicht der Silberdolch? Ich weiß nicht, ob ich den Hinweis irgendwo verpasst habe, ob es nicht doch die Brille war, die da eingeschmolzen wurde. Ich habe das noch so in der Ahnung, dass das irgendwie mal erwähnt wurde. Der eine Typ hat auch gesagt, er hat was Goldenes gesehen. Das passt ja auch nicht zu diesem Eisdolch. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir unseren ersten Fall auf Anhieb mal richtig geschafft. So, da sagen wir, Entscheidung bestätigt. Blub. So, 74% haben den auch so gelöst und 68% haben genau so gehandelt. Wir sind verständnisvoll. Also ich war da jetzt definitiv nicht verständnisvoll, weil wer nur aus personeller Gier und einfach nur, um sich im Job weiterzubringen und Neid hat und deswegen Leute tötet, weil die erfolgreicher sind und einem das Lebensdings wegschnappen, das finde ich nicht okay. Was heißt, das finde ich nicht okay? Also Mord zu begehen sowieso nicht, aber wegen sowas, also die hätten sich das auch teilen können oder hätte diesen Typen auch einfach anders irgendwie loswerden können, dass der nicht mehr an diesem Fall arbeitet oder keine Ahnung, aber den gleich umzubringen und auf so eine krasse Art und Weise, finde ich völlig über und finde ich, ist genau die richtige Strafe, die wir jetzt ausgesucht haben. Falls ihr das anders seht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde da gerne sehen, wie ihr das seht. Und ja, wir sehen uns, denke ich, im nächsten Fall wieder. Also, bis dahin.
Und da ist unsere Folge auch leider schon wieder vorbei. Aber guck da einfach in der Playlist vorbei. Vielleicht ist die nächste Folge von Let's Play Sherlock Holmes Punishment and Crimes schon online. Also, bis dahin.